Also, das Teil haben wir. Das Teil. Will für 80 Euro Kino haben. Und das Teil hau ich jetzt mal auf. Ach, das ist wahrscheinlich so ein billig fixi, das sieht halt schon aus. Hi. Na? So, wo, welches Rad, warum, wieso? Ach so, das? Die Krücke. Was, wie, wo? So eine Eisstäbchen, sowas von Stehleis. Und dann habe ich noch, Ja? Dann habe ich noch sowas wie, ähnlich so ein Stempel aus Handkerchief. Sowas, ach so, so ein Krocken. Und dann noch... Krocken? Ja, Krocken. Korken. Dann habe ich reingepustet, mit der Luftballon größer wird und dann anrufen. Familie. So, Eva, alle sind da. Ich wusste es, wenn ich jetzt anfangen möchte, was zu bauen. Kommt alle. So, also wie gesagt, zurück zum Rahmen. Den Rahmen will keiner haben. Für 80 Euro. Schade. So, sauber gemacht wurde er schon. Vom gröbsten Müll befreit. Und jetzt werde ich ihn aufbauen und danach zur Vermietung nehmen. Wenn einer mal ein schnelles Rad braucht. Was brauchen wir zum Aufbau? Ein Satz Räder. Also wir brauchen Laufräder. Wir brauchen Decken. Schläuche brauchen wir. Felgenmatten brauchen wir. Ja. Ein Sattel. Und eine Sattelstütze haben wir. Dann brauchen wir noch eine Kette. Bremsen. Ah, was ist das denn? Kugel war nicht nur. Fixie schön billig ohne Bremsen. Ohne Bremsen? Ein Fixie? Ja, ein Fixie-Bomber ohne Bremsen. Rahmenset? So wie es war, 80. Laufrad Z. Hier gibt es ein Laufrad Z. Gebrauch. Ja. 60 Euro. Felgenbänder. 4 Euro. Sind das? Die Decken hier 15, 30. Schläuche hier 7, macht 14. Kette 15 Euro. Sattelstütze 8 Euro. Sattel. Hier auch nochmal 8 Euro. Set oben drin. Haben wir noch Griffe? Bräuchten wir noch Griffe? Ein Stück 3 Euro, macht 6 Euro. Eieiei. Sind wir bei 227 ohne Arbeit. Sind wir für 300 verkaufen. Ah, Felgenbänder fallen weg. Zweimal.
So übel. Ach ja. Ich helfe mir jetzt nicht zum Kotzen, oder? Ja, mit den engen Reifen ist das halt immer so eine Sache, wa? Aber läuft doch. Ja, also. Das ist ja schon sauber gemacht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du willst das Rad nachher haben, ja? Ich will es jetzt haben. Aber diese Tür ist ja noch nicht fertig. Das will ich. Ach Mist. Das will ich gar nicht haben. Abendset. Wollt Kinder haben. Das ist ganz profi Brot. Okay. Ist ein, aber Slammer drauf, oder? So. Ja, Mountainbike gibt auch Sexy. Ja, da oben ist schön der Rahmen, weißt du? Ja, das ist ein Rennrad. Mehr, ne? Auf alle Fälle. Ja. Also hier kostet der ganze Rad am Ende, ich hab grad durchgerechnet. Wohin gelandet? Na, 260 Euro. Da war die Arbeit mit nur 40 Euro berechnet. Das also knapp ist, ne? Oder? Ja, das ist eigentlich. Eigentlich kostet auch voll. Doppelt 80 Euro. Ja. Thank you.
Moin. Was darf sein? Ein Problem mit dem Fahrrad. Ich weiß nicht, ich kann einfach nicht mehr treten. Es hat einfach immer blockiert. Moin. Ah, ja. Ja, du. Ja. Wolfgang, hallo, Jungs. Guten Abend. So. Wolfgang, schreit da oben rum. Ich mach mal was. Jetzt machen wir unsere Seite. Fixt haben wir gesagt, damit es billig bleibt. So, was habe ich denn jetzt mit dem? Ja, was ich nicht berechnet habe, sind Kettenradgarnitur. Oh, bin ich verspottet. So schön ich das mir alles ausgemalt habe, aber Kettenradgarnitur muss natürlich ran. Jetzt mit der Kippenradgarnitur. Scheiße. Boah. Muss ich eh noch holen. Nur noch ein Blatt.
Brauche ich nur noch ein Blatt? Ist das schlimm? Wolfgang, ich sage dir. Alles nicht mehr normal. Nee, wa? Nee. Die andere will auch ihr Paar wieder ganz haben, die Näherin, ja, die war. Die Näherin? Naja, dann bist du, naja. Das ist eine Schwarzafrikanerin. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Afrikanerin, gut, die hat ja. Die hat ja auch gesprochen. Die wusste ja nicht, was die haben wollte. Nee, die wollte gerade kaufen. Ach so. Die wollte gerade kaufen. Ach so, wegen ihr Fahrrad. Die hat ja ein Fahrrad mitgenommen, oder? Nee, steht hier unten. Weißt du? Ach so. Vielleicht gefällt ihr das ja. Ach so, eine Fahrrad wollte kaufen. Ach so. Ja, ja. Mhm. Bin ich ja mal gespannt. Das wäre ein Ding. Einfach so, hat sich selber ein Rad ausgesucht. Vielleicht nimmt sie. Und das andere jetzt verkauft, ja, was die oben stand, ja? Welches? Das wurde ich auch, was die haben wollte, die Frau da. Ne, steht auf der anderen Seite. Steht auf der anderen Seite, unter dem Weg. Nee. Ach. Naja. Wolfgang, ich hab doch immer Zeit mit sowas, weißt du? Du bist nicht, nee, weiß ich ja. Ich bin nur da immer sehr. Nee, geht's. Ich meine, überleben Sie zu schnell, na ja, dann heißt es ja. Zu Fahrrädern zu verkaufen? Ja, ist einfach mal hier drin und gucken. Schau dich um. Vielleicht gefällt dir so ja was. Vielleicht doch nicht. Na, ja. Oh, ist ja schlimmer. Loco Sparre. Sparocco. Naja, wie viele Nacht haben wir, wa? Die suchen alle, dann sind sie überlegen, sonst ist es zu teuer, aber kommt ein bisschen mehr wieder. Ja, ach naja, Wolfgang. Ich hab mir nicht gedacht, du hast ja Zeit, wa? Ich habe Zeit, ich muss das jetzt nicht verkaufen so schnell alles. Und das muss ja auch jede Rad seinen passenden Käufer finden. Genau. Also er muss es ja auch wollen. Wenn jemand ein Rad gar nicht haben will, einfach nur so, weil er Geld hat, ein Rad kaufen, das ist nicht so mein Ding, ganz ehrlich. Ach hier, was kostet das? Scheiße, ja, nehme ich. Nee. Kommt auch vor. Gibt es ja auch, die Leute. Die wirklich, wo Geld, scheiße, ja, ist. Aber wenn sie denn nicht achten, na, dann wäre das auch schade. So ein bisschen hoch. Steckt ja auch Arbeit drin, siehst du ja auch in dem jetzt hier. Jetzt zeige ich den Trikot ja an dem Rechner, mein kleiner. Nee, ich wusste ja, der alle wollte ja die Bolte da. Festmachen, oder nicht festmachen, oder keine Ahnung. Na, eine Kette brauchte der. Eine Kette? Ja, war ja keine dran. Wie? Fahrradkette, hier, Kette. Ach so. Ja. Kaputt, ich dachte, wir sind festschrauben. Nein, ist kaputt. Ist weg. Keine Kette. Kette keiner, meint er. Das ist ohne Kette gefahren. Ja, der ist ja nicht gefahren. Der ist ja rollert wahrscheinlich so. Ach so. Mit der Biene. Jetzt sage ich, jetzt kriegt erst mit der Kette. Oh. Das ist ja Wolfgang, wenn sich einer fragt, oben, wer da oben steht. Wolfgang. Wolfgang ist in der Haus, guckt zum Fenster raus. Wer heute nicht da ist, ist Dennis. Schade. Noch nicht? Nee. Kein Dennis, weit und breit. Dennis, wo bist du? Ja, naja, die da war. Nee, da war ich noch nicht hier. Schade. Dafür war Thorsten da, Arnim war da, zweimal Carsten war da, Wolfgang war dreimal schon da, Brummelpaula war zweimal da. Die haben wir gesehen, ja. Ich habe unter dem Fenster kurz vorhin und da hat der Brummelpaula gemeckert. Ja, Brummel war da. Ja, sagt der Mensch. Die so alle Oberhand und so, die schubsen mir alle und ich sag, naja, da wird es so machen. Das ist ein Busverkehr, sag ich, die wollen alle schön nach Hause. Ja, kennt er doch. So, vierte Blatt. Pedalen ja auch noch. Du hast die nach 7 heute und der will 80 Uhr abholen. Er will es nur morgen abholen. Bei dem Rad bin ich mir nicht sicher, ob er es überhaupt abholt. Das ist das Problem.
Aber du meinst, ob sich der Transport mal lohnt, ja? Nein, ich sage, ich weiß nicht, ob er überhaupt abholt wieder. Ach so. Manchmal steckt man ja auch Arbeit rein und die holen es dann nicht mehr ab. Ja, das ist klar. Nee. Das ist dann ärgerlich erstmal. Ja. Ich meine, ob sich jetzt hier mal drüber gehen, aber lohnt mich jetzt. Und du sagst, ich habe 20 Euro. Ja, lohnt sich doch mal. Wenn du für 20 Euro wieder Fahrrad fahren kannst, na, warum sollen sich das nicht lohnen, wa? Ich verstehe schon. Die Kinder, die Blätter, aus 20 Euro, war zu teuer. Und dann, überlegen sie. Ja, nachher überlegt er. Und dann geht er morgen wieder. Hättest du das Problem. Ja. Mit der Fahrt, wo du dachtest, dein Geld von denen ist immer noch da. Das ist ein Idiot. Ja, okay, mal abschneiden, ey. Ja. Und anderen Bomben, an den anderen Bomben sind unabdacht. Ach so, dann war heute schon wieder einer gesagt, der schafft es dann nachher mit dem Job da, weil der hängt in den Marklon wollte, wa? Ja. Und das hat er das Mountainbike jetzt von der Anschlusskette da heute keine, wa? Ja. So, ob ich den Bolzen schneller habe, dann habe ich keinen. Der wollte die Kette davon haben. Quatsch, der wollte Fahrrad lauern, du bist ja doch. Die Kette da. Ja, die Kette Mountainbike wollte er wollte die Kette haben. Die soll er ab. Wie kommt er denn da drauf? Er kann doch einfach irgendwelche Räder abschneiden. Er sagt, er wollte die Kette haben. Angesetzt war das voller Anfeuer raus. Weil er wollte die Kette und die Kette haben. Nee, Wolfgang, das mach mal nicht. Ah. Das ist ja bekannt, das ist Freundschaft, so wie wir oder so. Das ist was anderes, ja. Aber, die Kette auf der Straße, ja, oder? Nee. Quatscht man ja auch keinen Rind nach dem Bolzenstein, aber eben schnell. Da muss jetzt mal so blöd sein. Schlösser verfummelt die Kinder noch. Das ist doch normal. Ja, Schlösser habt ihr verfummelt. Sind sie im Keller hingekommen, haben sie mir den Kopf an die Beute gesagt, wie ich das umkriege. Haben sie so eine Schlüssel, also eine Schlüssel, hat er die umkriege. Na ja, dann ist ja klar, wenn ich helfen kann, helfe ich aber. Ja. Kommt der Topf schon mal morgen wieder, ja, wa? Das weiß ich nicht. Hast du dir die Zelle gegeben, von wo ich von heute Morgen? Was für ein Ding? Was die, meinst du? Die Familie macht, hast du dir die gegeben? Ja. Ja. Das hätte ich mal vorher probieren sollen. Thank you.
hier klingt auch so rot. Müssen wir mal sehen, wie lange das hält. So, jetzt wird es vernietet.
Er hat mich aber, das war er gewesen und gedacht, hat er schon mal mit dem gesagt, er war nicht böse, weil er noch mehr gewesen sind. Mir braucht das gar nicht. Ja. Luftpuppen? Nee, mein Waffen, mein Wieso denn bitte? Ich komm noch nicht ruf, wie kommst du denn da ruf? Naja, ich dachte, nee, da musst du runterstellen oder hochstellen oder aber ich wusste es nicht. Enger stellen oder was. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, damit wir das haben. Ja, du brauchst Werkzeug nur, oder was? Ja. Ja, ist da drin in der blauen Box. Kannst du dich bedienen und wenn du nicht da kommst, dann komm ich dir gerne helfen. Das ist doch alles eine Ausrede, Wolfgang. Alles geschafft. Alles klappt. Heute hat alles im Hirn. Ja, wunderbar. Das ist, Danke, ja. Da muss man ja aufpassen. Wo steht hier? Der war die Luftpumpe drin und da hat die eine Frau gesagt, ob das so bleiben muss. Nee, da kann der raus. Wenn der raus nicht. Wenn da Wasser drin war. Geil. Das ist richtig lustig, das ist hier. Das ist direkt lustig, wa? Ja. Hier erlebst du was. Was? Hier erlebst du was. Ja. Das ist Moment hier Stimmung, der Moment ist schon sehr ruhig. Hey, ich brauche einen Computer. Hier vorne am Arbeitsplatz. Ich brauche einen Computer. Hier vorne am Arbeitsplatz. Dann kann ich den Checker sehen, dann kann ich den Checker sehen und antworten. So, ich möchte mal aufhören, wir sind fast fertig. Es fehlt noch SBB, scheiß Bullenbremse, sagt man ja so schön, ne? Griffe. Bricks for speed, you know. Das
Fertig. Fertig ist es. Fertig. Aufgebaut. Ach so, das war alte da sozusagen, ja? Ja, dann habe ich jetzt aufgebaut. Na gut. Zum Verkauf eigentlich, aber naja, ist ja so mit den ganzen Rädern. Na ja, das sieht doch gut aus, bitte. Ich finde das okay. Mit dem Reifen, na gut, ich werde. Das speichte Filzpedale, was ich gut habe zu fahren, gibt da noch Reifen nochmal da. Mit den Zierreifen und Zierspeichen drin, die großen. Ja. Ja. Die finde ich noch besser. Also jeder so ein Rad mag hier ohne, nur mit den Bremsen und so was, das ist total ganz gut. Ja, der Sattel ist noch. Oh, Herrgott im Leben! Ach! Fixi! Und will sie nicht dann? Naja. Sagen wir jetzt nicht. Jetzt müssen wir Luft auf den Punkt gehen, wa? Nee, schon drauf. Ja? Ich bin so fett, Wolfgang. Ja, schön 6 Bar drauf und trotzdem platt, wa? Naja, da wollte ich oben kann ich nicht. Naja, naja, aber so ist es mit Tommy. So, das war es auf alle Fälle. Wir sind fertig. Wir gucken uns das Ganze draußen nochmal an. Oh, das Ergebnis. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Was nehme ich denn für die Kurbel über die Tour? Kettenblatt ist halt. Kettenblatt 25. Kurbel 20, 20, 25. Fucki, nochmal drauf. 227, 277. 277. Da waren 300 Euro. 277 Euro hat sie gekostet. Der Wolfgang hat früh geguckt. Ja. Wolfgang, wir kommen. Und wieder am Leben. Sag mal gleich irgendwie. Wolfgang, halt mal fest. Ja. Genau. Aber. Das sieht gut aus. Da ist Luft drauf. Ja. Wolfgang, es steht dir. Hat der Draht oder wie? Ja, es sieht richtig gut aus. Ja. Mit Wolfgang. Wolfgang guckt. Sieht sehr geil aus. Da sagst du die Kette dazu noch. Mal gucken. Also, ja, ist richtig schicki. Also, das ist ja mit Rücktritt, warte mal. Ist fix, ne? Fixi. Hat nur einen Gang und kannst vorwärts und rückwärts fahren, wie so ein Kunstrad. Ach so, wie ein Kunstrad ist das. Ja, kannst rückwärts treten und vorwärts. Ach so. Das ist natürlich totaler Schrott. Weil so kann keiner fahren. Hey. Grüß dich. Ja? Oh mein Gott. Ohne Bremse. Also ich finde es furchtbar. Ich würde so ein Rad niemals fahren. Ey, das ist die ganze Zeit sagen. Ein grauenvolles Rad. Niemals, wa? Fixi? Nee. Boah, siehst du, sagt er auch. Fixt, Alter. Was für ein Dreck. Wer will's haben, der kriegt das.